Kräftige Gewitter haben in Italien Überschwemmungen und Erdrutsche verursacht. Sintflutartige Regenfälle haben am Montag und am Dienstag in Piemont und Ligurien Straßen, zwei Autobahnkreuze sowie unzählige Häuser überflutet. Eine Wetterstation in der Region registrierte über 400 Liter Regen auf den Quadratmeter in 24 Stunden. Eine Straße wurde durch einen Erdrutsch unterbrochen. Erdrutsche begruben ebenfalls einige Häuser unter sich. Bei Genua wurde sogar eine Kirche zerstört. Dort ertrank ein Taxifahrer, nachdem er von den Wassermassen mitgerissen wurde. An Flüssen brachen Deiche. In der Folge wurden zwischen Mailand und Genua einige Städte und Dörfer unter Wasser gesetzt.